Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Slay the Spire im Aufstiegsmodus Level 12. Mit dem lieben Defekten. Wollen wir eine Karte verbessern? Ich weiß mit dem Defekten nie welche Karte. Verliere deinen Startrelikt und halten zufälliges Bossrelikt. Die Bossrelikte sind so unzuverlässig. Level verbessern. Bessern wir den Blitz. Schauen, was passiert. Könnte Verschwendung gewesen sein. Aber vielleicht auch nicht. Haben wir nur 4 Feuer? Nein, ich glaube, das höchste der Gefühle ist 3. Was eine äußerst traurige Nachricht ist. Da können wir noch beim Shop vorbei. Ja. Ich glaube, sogar bei 2 Shops vorbei. 2 Shops, 3 Feuer. 1 Elite. Maybe. Wir machen mal Doppelentladung hier und zweimal verteidigen. Sind zumindest den Aufstiegsfluch losgeworden. Einmal Blitz, Schlag, 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 wenn er eh schon so nett nicht angreift. Dann nochmal Schlag, Schlag. Und der hätten wir ihn schon mal aus dem Weg geräumt, dass ich großartig gemacht habe. Vielen Dank. 15 Gold. Strahlessenz, erhaltene Karte. Interesting. Interesting. Nehme ich die Stromlinie? Ah, nehme ich die Stromlinie. Entferne eine Karte, bitte. Wir werden mal ein Schlag los. Jetzt kann ich hier halt keine entfernen. Just kinda sad. Es bringt ihnen nicht wirklich was, 2 Stromlinien zu haben. Also glaube ich, werden wir da gar nichts kaufen. Wir spielen mit einem fröhlichen Gremlin. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Und wir haben voll aufgeheilt wieder. Was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, aber ey! Auf 75, it's wonderful. Einmal Blitz. Einmal Stromlinie. Und das wär's gewesen. Für einen Moment zumindest. Dann Doppelentladung und die Sache ist gegessen. Goodbye, liebes Kuschelwürmchen. Kralle, nicht wirklich. Gletscher, nicht wirklich. Ich meine, wir könnten den Gletscher nehmen. Ich hätte mir vielleicht den Gletscher nehmen sollen. Let's be honest. Meine Stromlinie mal besser. 20 Schaden ist definitiv netter als 15. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Bringt man das mal den Schaden ein wenig verringern. Einmal Stromlinie, einmal Schlag. Ich glaube, Blitz bringt das gegen dich. Ich meine, er macht dann immer 2 Schaden mehr und ich mache immer 3 Schaden mehr. Also macht irgendwie erwiesenermaßen Sinn. Ich weiß nicht, ob das fürs eine Mal. Nein, ich spare mir den auf. Das war nicht nötig. Ich habe ihn gerade nur Stärke gemacht. Ich hätte ihn so oder so in der Runde gekillt. So ein bisschen deppert. Dass ich noch den letzten Blitz hier gespielt habe. Ich finde, versteinerte Helix ist eigentlich ganz nett. Strahlenzelle kann auch ganz nett sein. In die Augen natürlich auch. Ich glaube, wir nehmen uns die Strahlenzelle einfach mal als verwundbar. Nicht Garanten, aber Produzenten. Ritual. Dann machen wir Strahlenzelle. Schlag. Schlag. Und du bist eh schon hin. 12 Gold erhalte. Eine Karte. Das ist ein Anvisieren. Könnten wir schon machen. Ich meine, wir könnten auch. Ich meine, Kälte ist eigentlich meistens nicht. Und sonst ist es eh gleich wieder weg. Nehmen das toxische Ei. Jetzt können wir Blitz Kälte machen. Einmal, zweimal, dreimal. Das ist irgendwie wurscht, weil wir leider den einen Schaden eh nehmen, also nicht nehmen, aber wir lösen halt die versteinerte Helix sowieso schon aus. Also ich hätte auch genauso gar nichts blocken können. Nehmen wir mal das Hologramm. Ich glaube, ich schmied noch einmal die Strahlenzelle mal hoch. Will ich lieber Shop oder will ich lieber Elite? Ich glaube, ich will lieber... it's actually kind of difficult. Ich glaube, ich will lieber Shop. Wir haben eine Karte los. Und zwar habe ich nochmal das Verteidigen oder doch nochmal ein Schlag. Nein, ich will mal ein Verteidigen los, ein normales. Verbessern und ich glaube, ich entferne nochmal. Diesmal wäre mein Schlag los.
machen wir es mal so. Ja, hätten wir vielleicht anders machen sollen. Egal. Dann machen wir einmal Stromlinie, Strahlenzelle, Schlag und Blitz. Das ist unangenehm. Ah, okay, wir machen das eigentlich so, so und so. Und hätten die Sache dann schon erledigt. 18 Gold. Flink und Stein. Ich meine, Gewitter. Wieso nicht? Nehmen wir das Gewitter auch noch. Da will ich jetzt eigentlich auch nicht ausruhen. Machen wir die Doppelentladung null? Kälte besser? Ich glaube, wir machen die Doppelentladung null. Okay. Check uns mal den Trank. Stromlinie, Gewitter, Anfang. Ist eigentlich kein schlechter Anfang, möchte ich sagen. Okay, dann machen wir mal Verteidigen. Hologramm. Stromlinie, Doppelentladung. 2x8 ist relativ viel. Einmal Blitz. Einmal Kälte. Hologramm. Nochmal Blitz. Verteidigen. Es kommt nicht drauf an. Oder wäre es drauf angekommen? Shit, hätte ich es behalten? I don't know. Einmal Strahlenzelle, einmal Stromlinie, einmal Schlag, einmal Doppelentladung. Wonderful. Das ist ein ganz guter Damage-Output, würde ich mal sagen. Haben wir das leider schon wieder erledigt. Machen wir Schlag, Hologramm, I don't know, doesn't really matter. Okay, Blitz, jetzt haben wir keinen Verteidigen hier, das sind die unangenehm. Und sterben tun wir schon nicht. Aber nett ist auch anders. Knapp hätte ich ihn nicht gekillt. Ich meine, jetzt killen wir dich, oder? Oder auch nicht. Doch. Okay. There we go. Ich meine, unser Damage-Output ist eigentlich ganz nett, muss ich zugeben. Elektrodynamik passt dazu, dass ich jetzt so viel Blitzschinnen habe. I dig it. Rufglocke will ich nicht wirklich. Schwarzer Stein ist kacke. Runische Pyramide ist gar nicht so schlecht. I like it. Ich meine, Energie hätte mir mehr gefallen, aber bei Mangel dessen kann ich mir wenigstens eine ironische Pyramide holen. Drei Feuer, vier Feuer, zwei Shops, zwei Elite. Yes, that is fine. Okay. Meh. Bisschen unangenehm. Krieg nicht genug Block, dass ich meine Helix nicht aufbrauche. Überhaupt ist das Blocken gerade nicht so optimal hier. Ich brauche ein bisschen Verteidigung. Da werden jetzt ein paar verteidigen. Also alle meine verteidigen quasi. Dann machen wir das mal so. Hologramm. Schlag und jetzt bist du von dem weggekillt. 17 Gold erhaltene. Das sind alles keine Verteidigung. Ich meine, Kugelblitz macht ziemlich viel Sinn, aber eigentlich wollte ich ja mehr Verteidigen haben. Er ist genau die richtige Anzahl. Macht irgendwie schon ein bisschen Sinn, finde ich gerade. Dann gehen wir zum Shop. Mein Defragmentieren ist. Okay, wir machen definitiv Defragmentieren. Oh, ich kann mir das Batterieladen noch leisten und eine Karte loswerden, was ein Schlag wird. Das, finde ich, hat gerade sehr viel Sinn gemacht. Ich glaube, ich erhalte lieber ein besonderes Relikt. Ist es jedes Mal das? Mutter Genkraft. Ich glaube jetzt fast, es ist jedes Mal das. Es passt zu dem Event und ich habe es auch das letzte Mal bekommen. Strahlenzelle. Elektrodynamik bringt eigentlich nicht so viel, aber der Rest auch nicht. Also machen wir Elektrodynamik. Sind wenigstens ein paar Blitzchen dabei. Dann kann man Doppelentladung machen. Es wäre jetzt eigentlich cool, wenn du mich jetzt nicht. Aber ich glaube, es wird es nicht spielen. Wenn du mir jetzt keinen Schaden machen würdest. Ich glaube, ich mache lieber so viel Schaden wie möglich jetzt an dir. It is quite a lot. Actually. Naja. Und kill dich jetzt! Und haben damit noch volles Leben. Den Sprung nehme ich auch mit, weil das Verteidigen war ja, wie gesagt, das größere Problem momentan. Defragmentieren. Alte 2 Fokus. Ist auch nett. Da ist die Elektrodynamik jetzt doch eher gewinnbringend.
Und wir killen dich auch weg, which is quite dope. Mit Doppelentladung nehme ich. Und hier können wir noch die Strahlenzelle drauf geben. Okay, 10x3 finde ich jetzt wieder wenig übertrieben. Einmal Sprung. Ah, ich hätte das vielleicht schlucken sollen. Linkheitstrank. Ja, vorher. Ich meine, jetzt nehme ich keinen Schaden. Ich kann dafür die Stromlinie nicht spielen, aber ich kann das spielen, was auch nicht schlecht ist. Jetzt könnte ich die Stromlinie machen. Dann das Gewitter hinterher. Ziemlich viel Schaden macht. Ich glaube, ich kenne dich einfach. Right? Aber sowas von right. Hui. Das war nett. Kühlerkopf. Ah, no. Bin ich wirklich jetzt so vor. Ich meine, ich hatte es defragmentieren. Die Frostops stören mich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich drauf gehen sollte. I don't know. Es ist doch zwei Karten ziehen. Okay, wir haben nur nicht so viel Energie gerade. That's the problem. Na, Rekursion. Ich meine, sure, aber nein. Nein, 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 nein. Nicht unnötig das Deck verstoppen. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Pantograf. Ja, wir schmieden nochmal irgendwas. Die Elektrodynamik schmieden bringt einfach nicht so wahnsinnig viel. Actually glaube ich, dass wir anfangen, die Verteidigung besser zu machen. Oh, das wäre nett gewesen. Aber ich habe leider einfach nicht genug Geld gerade. Das ist ein bisschen unangenehm schon wieder. Sieben mal drei ist auch eher viel, mein guter Freund. Mal Batterie entladen, Kühlerkopf. Doppelentladung. Jetzt haben wir die Sprünge und so bekommen. Aua. Aua. Einmal Sprung, einmal kalt. Sind wir auf 20, du machst 24 Schaden gerade. Ich meine, wenn wir das machen. Moment mal. Nicht, dass es. Ich meine, es hilft nicht so viel, aber es sind mehr Blitze. 23. Meins zu wenig. 7 mal 4. Dann brauche ich ein bisschen Block wahrscheinlich. Also holen wir uns mal 14. Und definitiv mal verwundbar. Kugelblitz. Was ist denn jetzt da hinten? Noch ein Kugelblitz könnte man machen. Krieg ich dich in die Nähe des Sterbens? Oh ja, sehr in die Nähe des Sterbens. 30 Gold Klangschale ist mit plus 2. Ja, das ist auch gut. Die sind aber alle geil. Statische Entladung passt einfach wie die Faust aufs Auge. Wir machen nochmal das nächste Verteidigen besser. Ein Geschicklichkeitstrank wäre irgendwie auch gerade sehr nett. Okay, machen mal. Wir machen beide die auf alle Fälle. Ich hätte so gern keinen. Meine, damit machen wir wenigstens die ersten beiden keinen Schaden. Das heißt, wir nehmen dabei keinen Schaden. Okay, du bist gerade verhindert, which is nice. Ich trotzdem eigentlich gerne so schnell wie möglich killen. So nett, wenn das jetzt klappen würde. Yes. Wonderful! Flinkheitstrank ist auch nicht schlecht. Chaos, Rückstoß, nein. Wir wollen plus 2 Trefferpunkte. Da werde ich jetzt wieder schmieden. Ich meine, langsam ist echt die Frage. Bei dem bringt es auch noch nicht wirklich die Kälte. Ich glaube, wir machen auch das Verteidigen besser. Den Flinkheitstrank sollte ich mir wahrscheinlich aufbewahren bis zu seiner Mega-Attacke hier. Elektrodynamik hier zu spielen bringt wieder relativ wenig. Ich glaube, ich spiele lieber das Gewitter. Schade, dass ich jetzt schon das hier verbrauche, aber es war wohl leider nicht zu verhindern. Wir machen statische Entladung. Wir machen Schlag. Ich glaube, ich hau die Kälte mal raus. Wenn immer ein bisschen Probleme haben, hier zu blocken, glaube ich. Batterie laden, meistens auf 7 Block. Das ist schon nicht besonders viel Block. Einfach nicht besonders viel Block. Interesting. Nicht gut, aber interesting. Lieber Sprung oder lieber Hologramm machen? Lieber Sprung, obviously. Okay, wenigstens nur 3 Schaden dabei.
Meine Hand ist voll. Okay, okay, chill, chill, dude. Einmal strahlen, Dingsbumsi. Ich meine, der Blitz bringt gerade nicht wirklich was, aber dann machen wir es wenigstens so Doppelentladung. Dann einmal Batterie laden, einmal Stromlinie, einmal Kugelblitz und den Rest behalten wir ja jetzt. Das habe ich auch schon wieder vergessen gehabt, dass ich eigentlich meine Hand behalte. Ich habe auch vergessen, dass ich Pantograph habe, by the way. Das heißt, heilen wäre wirklich deppert gewesen. Doppelentladung. Jetzt hauen wir mal die Elektrodynamik raus, würde ich sagen. Und einen Schlag. Dabei muss ich ja eigentlich nicht angreifen. Verteidigen, meine ich. Ich meine, wieso nicht den Blitz raushauen? Jetzt fängt er noch nicht. Jetzt kommt er näher. Meine Hand ist voll. I'm aware. Wir haben das hier drauf und das hier. Batterie laden. Sprung für einen Moment. Ja, jetzt wird er dann stärker und das wird alles sehr, sehr unangenehm. Einmal das. Na, ich würde das lieber nächstes Mal auslösen eigentlich. Stromlinie. Same of you. Aber was machen wir dann? Wir sind ja auch deppert, wenn ich das so mache. Wenn wir mal einen Schlag los. Hologramm. Nochmal eine Stromlinie. Na, behalten wir den ganzen. Das ganze Verteidigen hier? Ja, 33 mal 2. Ich meine, das ist nicht das Ende der Welt gerade. Wir können den Flinkheitstank uns mal reinhauen. Erkillen tun wir dich nicht, glaube ich. Nochmal Doppelentladung. 14 Block. Ja, mit dem Flinkheitstank. Wir sind trotzdem nur auf 12 Block hier. Weitere 11, 37 Block, machen wir Blitz. Nein, gekillt hat man nicht so oder so nicht. Und das bringt mehr. Okay. 46 Block ist ganz okay. Jetzt sollten wir dich dann doch relativ schnell morden. There we go. Focus Tank ist ganz nett für später. Puffer ist eigentlich auch ganz nett, oder? Ich habe nichts gegen Kupfer. Wir nehmen den Stein der Weisen, damit wir nicht die ironische Kuppel nehmen müssen. Ist aber beides nicht so cool. Was verbesserte, also mehr Energierelikte angeht. Vier Feuer irgendwo? Den Spezialelite brauche ich nicht wirklich. Oh, da haben wir vier, oder? Ja, da haben wir vier. Auch zwei Elite. Und kein Shop. Aber vier Feuer, was mir gerade am meisten packt. Ich meine, wir sind eigentlich relativ gut aufgestellt für dieses Level hier mit der Elektrodynamik. Wir haben es nur leider nicht von Anfang an. Just sad. Okay, wir kriegen mal mehr Block. Ja, wir machen das so, so. Die Mehrenergie ist schon sehr angenehm, muss ich sagen. Also jetzt verbrauchen wir mal unseren ersten Puffer, sozusagen. Auch wenn die Attacke nicht wirklich Puffer heißt. Ich hätte nur euch vier spielen. Ja, I guess. Haben wir Stromlinie wieder und behalten es uns dabei. Ich meine, jetzt nehmen wir leider Schaden. Und vielleicht hätte ich lieber das Verteidigen nochmal mir holen sollen, aber... I don't know. Es ist jetzt ein bisschen unschön, dass die Elektrodynamik da so weit unten liegt. Macht die Sache natürlich eher blöd. Das ist ein bisschen übertrieben hier. Ich kill mal weg. Nochmal mal Doppelentladung. Nochmal mal Blitz. Dann machen wir einmal verteidigen. Und ich meine, einer davon wird ja wohl. Ja. There we go. 11 Gold Machttrank. Ich glaube, dafür werfe ich dich ab. Noch ein Batterieladen. Ich meine, auch noch ein Kälte ist nicht so schlecht. Wobei, du bist dann. Sind jetzt beide verbessert? Ist nur eins verbessert? Ist nur eins verbessert dabei. Ist nicht even bad, actually. Aber ich glaube übertrieben. Nein, nein, nein. Wir nehmen plus 2 Max-Treffpunkte. Nein, ich will nicht 205 Gold für ein Relikt verlieren. Danke der Nachfrage. Bamsti. Einmal, zweimal. Ah, oh, es ist so knapp, nicht genug. So knapp, dass das verbraucht wird. Das ist echt schade. Sad story. Ich könnte mir nochmal einen Puffer geben. Kann ich dann immer noch genug blocken, dass ich ihn diesmal nicht brauche? Yes. Okay, dann machen wir so, so. Die behalte ich ja, genau, die behalte ich. Das muss ich mir merken. Das heißt, wir haben den Puffer immer noch. Das heißt, wir können einmal Fett zulangen eigentlich. Wollen wir mal defragmentieren. Kugelblitz. Doppelentladung. Blitz. Schlag.
Statische Entladung, er ist eh schon tot. Wonderful. 19 Gold. Nochmal plus 2. Jünger, das ist nicht schlecht hier, was er raushaut. I don't like this. Entweder Puffer und Stromlinie oder kühler Kopf machen. Das halt nicht, dass kühler Kopf wirklich bringt. Machen wir mal zuerst so. 12 Schaden bekommen ab. Die sterben sie ein bisschen schneller. Das ist jetzt am Anfang gerade eigentlich nie. Meine Elektrodynamik bekomme, obwohl sie gegen die Gegner immer super wäre, soll man sagen. Finde ich nicht so leiwand. Finde ich eher weniger leiwand. Muss ich dich wirklich so killen? Looks like it. Sprung, noch ein Verteidigen. Wir haben wieder zu wenig Block. Kommen wir noch eins von denen dazu. Jetzt sehen wir. Jetzt haben wir es zum ersten Mal. Ein bisschen spät hier. Wenn das blocken wir wenigstens. Hätte da wohl zuerst eigentlich die Strahlenzelle draufhauen sollen, aber ist das alles egal. Will ich noch einen Sprung nehmen? Ich glaube, ein Sprung ist es vielleicht noch wert. Bessere Karte in deinem Deck. Wir machen den Puffer mal besser. Spielen hier noch einmal, sind 57. Und machen die Elektrodynamik besser. Oh, ich hätte da gar nicht über den Elite gehen müssen. Ups. I'm an idiot. Okay, anyways. Ich hoffe, das rächt sich nicht gleich ganz, ganz furchtbar. Wir haben ziemlich viel Chancen. Wir haben nämlich dreimal Puffer drauf jetzt. Okay, 8x3. Das könnte mir gleich mal alle drei wegnehmen. Da wäre ich kein großer Fan davon. Müssen wir eigentlich keinen Schaden machen zum momentanen Zeitpunkt. Wir haben auch schon Defragmentieren drauf, which is also dope. Wir sind mittlerweile auf 12. 2. Okay, was heißt, wir machen noch einmal das hier. Blocken alles und hauen dir noch das drauf. Perfekt. 46, da könnte man sich jetzt fast einen Puffer auslösen lassen. Für die Stromlinie ein bisschen weitermachen. That makes sense. Ja, nein, dann behalten wir uns die zwei dabei, weil ich brauche jetzt nicht unnötig Block gerade. Jetzt wäre aber Block langsam ganz. Also nicht Block. Gewitter ist eigentlich besser als Elektrodynamik, oder? Naja, drei. Nein. Fast das gleiche. So kriege ich ein bisschen mehr, wenn ich beides spiele. Machen wir Doppelentladung. Machen wir Blitz. Statische Entladung machen wir auch noch dazu. Dann haben wir das Gewitter raus. Das hat natürlich deppert, weil er eigentlich gerade immateriell war. Aber egal. Was pretty stupid. Pretty stupid. Doppelentladung würde jetzt natürlich was bringen. Oder wir holen uns ganz viel Energie fürs nächste Mal. Irgend sowas. I don't know what I'm doing. Wieso habe ich beim nächsten Mal Energie? Jetzt ist er verwundbar. Good point. Good point! Nur habe ich ein bisschen zu spät nachgedacht. Kommt vor. Okay, jetzt brauchen wir das ja eigentlich nicht. Jetzt können wir einfach nur verteidigen für den Moment. Und uns noch ein paar. Ne, das brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Haben wir Energie für nix. Wir können uns die Karten mal ziehen. Vielleicht kriegen wir Leibande. Die brennen, verziehen sich ja dann wieder. Okay, es reicht. Sind ein paar nette Angriffe doch schön. Du wolltest mir nicht. Ja. Er ist leider nicht verwundbar. Which is, Out to say, sad story. Das macht aber alles nichts. 30 Gold, Gebetsmühe. Ein Angriffstank will ich nicht lieber als das andere Zeug. Nein. We fine. Wir schmieden den Schlag dabei, obwohl ich den eigentlich auch gerne loswerden würde. Wir haben jetzt zwei von den fucking Kältedingern, oder? Oder haben wir nur eins? Nein, wir haben nur eins. Also ich könnte die Kälte durchaus schmieden und das würde mir nicht auf den Kopf fallen. Sondern nur 81. Jetzt schmieden wir die Kälte. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch abgegradete Karten. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, wenn das passiert. Okay, dann machen wir mal die Kälte. Ein Batterieladen ist auch nicht verkehrt. Wir könnten zwei Batterieladen da gleich mal raushauen. Like,
Dope as fuck. Na, machen wir so. Ich meine, jetzt haben wir nicht genug Karten für die ganze Energie, die wir haben. Wahrscheinlich. Kühlerkopf ist nicht schlecht. Du kriegst mal Strahlenzelle ab, aber wir bräuchten ein bisschen da verteidigen, bitte. Puffer macht auch Sinn. Dann brauche ich aber auch wieder gar nicht verteidigen, eigentlich. Dann machen wir stattdessen so. Das Defragmentieren wäre nett. Genauso der Blitz, dann die Elektrodynamik. Ich glaube, ich sollte eigentlich meistens den Blitz da stehen lassen, aber egal. Also das so spielen, dass ich am Ende immer noch drei voll habe. Aber ich habe es mir jetzt noch nicht durchüberlegt, ob das tatsächlich Sinn macht oder eigentlich nicht. Sprung, Sprung, Verteidigen, Verteidigen ist was. 12, 18, 30 Block. Okay, bringt nichts. Müsste mir damit sagen, da machen wir es nicht. Dann lassen wir es einfach wieder sein. Halten uns unsere schönen Verteidigen für einen Moment. Dann machen wir mal Kugelblitz. Blitz. Schlag. Hologramm. Stromlinie. Bam. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal. Jetzt kommt mit 37 daher. Der Wahnsinnige. Wir haben aber immer noch nur 24 plus 16. Ah, warte mal. 24. Nein, wir haben genug. Ist das letzte Mal auch falsch gezählt? Possibly. Also diesmal müssen wir. Den Blitz hätte ich auch noch machen können. Diesmal müssen wir nichts verschwenden. 12 mal 4. Kann ich dich nicht einfach killen? Fühlt sich so an, als könnte ich dich einfach killen. Yes, I can. Nein, aber es ist schön, dass wir noch mehr. Der Gletscher macht in dir ein bisschen Sinn. Ein bisschen Sinn macht er. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich noch mehr mit mehr Stärke. Wir haben Elektrodynamik von Anfang an. This is quite dope. Wir haben auch Kälte von Anfang an. Elektrodynamik. Oh, das hätte ich vielleicht. Moment mal, aber ich kann den Gletscher hinterher und das macht euch auch noch ordentlich Aua. Macht das genug Aua? 8 und 8. Passt. Doch, mit dem dritten macht's genug Aua. Weil das geht ja auch auf alle. Amsty. There we go. I'm a big fan. Okay, wir müssen mal ein Blitzchen raushauen. So far, so good. Statische Entladung. Was ist da? Wir können unseren Blitz holen. Ich meine, wir müssen dich morden. Finde ich. Und den Rest behalten wir uns mal. Jetzt bist du natürlich auch noch rechtzeitig komplett deppert. 17 mal 2. Ich würde natürlich gerne das erste abwenden. Warte, was gibt's hier so? Es gibt die Stromlinie für nicht viel. 1, aber. 2 mal 6. Das sind 16 Schaden drauf, das reicht immer noch nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was mehr. Den Blitz vielleicht dann? Dann haben wir 19, das reicht auch immer noch nicht. Wir brauchen wirklich die Stromlinie, um den Trottel zu killen. Keine Sorge about that. Aber ey, it is as it is, as it is, as it is. So werden wir den ersten los. Und den zweiten werden wir es oder so nicht los. Oder 23, 27, nein, das geht's ja nicht aus. Also machen wir noch diesen hier. Das kommt nicht wirklich drauf an. Oh, warte mal, oder? Shit, I could have had it, glaube ich. Ich habe vergessen, dass ich Doppelentladung auch noch habe. Egal. Mhm, du machst das. Jetzt könnte man eigentlich kurz eine Pause sozusagen einlegen. Nicht den kühlen Kopf nur, damit wir noch sehen, was es noch so gibt. Strahlenzelle kann nie schaden. Ich glaube, das Gewitter behalten wir uns dabei kurz auf. Das ist kind of weird. Machen wir mal alles, was 0 kostet. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich dich killen kann oder nicht. 15. 15 plus wie viel ist denn das? Ich meine, es ist eh wurscht, weil die beiden Male machst du keinen Schaden, also probieren wir es einfach aus. Yes, we kill you. Nice. Ich habe zu Beginn des Kampfes einen Schatten, das passt mir jetzt nicht so wahnsinnig ins Konzept. Verbesserung ansehen. Zwei anvisieren wäre auch ziemlich cool. Okay, nice, okay. Danke. Ja, nehmen wir das anvisieren noch. Das ist kein guter Anfang. It is not so dope. 12, 8, das reicht nicht. Fuck, das ist mit den Schatten los, weil ich eigentlich nicht wollte.
Jetzt reicht's. Na, es hat doch mit dem Verteidigen gereicht. Fuck. Hätte ich mir die bessere, das Bessere aufsparen können. Können wir dich irgendwie morden? Gerade? Mal mit anvisieren? Ja. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Ich meine, Puffer ist extrem gut gegen dich, weil du jetzt nicht mehr dazu kommst, um mir Schaden zu machen in deinem gesamten jämmerlichen Leben. Which is kinda dope. Du explodierst das nächste Mal. Sollen wir uns einfach mal die Stromlinie verbilligen? Kurzzeitig. Wiedersehen. 12 Gold, uralte Trank brauche ich nicht. Kraftfeld könnte funktionieren, aber. Hätte es funktioniert? Ne, wir haben Puffer, wir haben Defragmentieren, wir haben statische dann. Maybe. I doubt it. Ja, der Schlag ist in die nicht so wichtig. Haben wir den noch los. Und dann schmieden wir noch irgendwas, dachte ich, oder? Ja, genau, das sind schwarze, damit wir zwei Anvisieren haben statt einen. Heidi, jetzt haben wir jeden Pantographen, das heißt Max Trefferpunkte. Let's go. Du fängst gleich unglaublich unsympathisch an. Wir machen mal Kälte. Strahlenzelle. In schwarze. Hologramm. Nochmal in schwarze. Dann schauen wir mal, was das jetzt ergibt. Oh, beides gut, aber echte Form ist ein bisschen besser. Und den Fokus dran. Vielen Dank. Ja, das Ganze. Naja, das hätte trotzdem mal in der Runde gespielt gezählt. Also, es hätte nichts gebracht. Das bringt ihn jetzt am meisten. Doppelte Doppelentladung. Oder? Ich meine, wir wollen definitiv Elektrodynamik. Wollen wir die zuerst nahen? Finde ich egal. Doppelte Doppelentladung hilft, glaube ich, am meisten. Doppelte Stromlinien ist sie dann null. Doppelter Kugelblitz. Ne, ich glaube doppelte Doppelentladung. Dann wollen wir definitiv Elektrodynamik diesmal. Wir müssen noch nicht wirklich die Stromlinie machen. Außerdem bringt das gerade zu viel mit dem Anvisieren auch noch dazu. Doppeltes Gewitter bringt nicht so viel. Doppelter Gletscher ist kinda dope. Ja. 20 Block. Dann das Gewitter hinterher. Oder machen wir die Stromlinie? Bin ein bisschen unsicher. 19 mal 2. Doppelter Puffer ist irgendwie 100% das Beste, was jemals passiert ist. Blitz mal kurz. Kann ich einen abwehren? Von den. Wie viel sind wir? Ja. Mit noch einem Sprung easy. Sprungstatische Entladung? Ja, es ist ein bisschen eine Versicherung, wenn sie dann angreifen mich, also wenn sie dann anfangen tatsächlich mich zu treffen, dass ich auch ordentlich zurücklange. Doppeltes Defragmentieren ist obviously amazing. Ich glaube, wir haben es eh schon gewonnen. Ich mache das gerade ein bisschen langsamer, als es glaube ich wirklich sein muss eigentlich. Ja, das ist jetzt nur ein. Wir haben schon 41. Ich habe schon genug, okay. Ja, hau mal die Blitze dazu. Das macht so viel Schaden an euch. Die 22 mal 2. Ist es eigentlich erschöpft, das Anvisieren? Nein. Okay, ich krieg's noch nicht. I see. Nee, gut zu wissen. Strahlzelle mal. Okay. Das hätte ich nicht unbedingt doppelt machen müssen, aber es ist relativ wurscht, weil er ich hin ist. Wenn wir das Batterie laden, damit wir das nächste Mal mehr Energie haben und ich will eigentlich nur Platz schaffen, also wenn wir das Verteidigen auch noch los. Ins Schwarze funktioniert bei dir noch nicht mal. Aber wir machen es zweimal. I'm a genius. Und holen uns nochmal das ins Schwarze. Bam. Und jetzt macht ein Blitz 21 Schaden. Wollen wir noch ein bisschen mehr Schaden? Noch ein bisschen mehr Schaden. Das hat mir fast wehgetan, aber nicht ganz. Oh, wir haben nochmal ins Schwarze. Hui. Sonst leider nichts. Aber es reicht. Yay. Wir haben mal wieder gewonnen. Das ist so ein ungewöhnliches Gefühl. Mit 1276 Punkten. Sieg. Aufstiegsmodus Level 13 freigeschalten. Alrighty. Ich hoffe, mir hat es Spaß gemacht, dazuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da, abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.